dass ihr. Sehr gut. Genau, ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen hattet, schon vor längerer Zeit. Und genau, ich werde auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen mehr zu meiner Person später erzählen. Ich habe auch das, also ich war auch ein bisschen so aufgeregt in der Vorbereitung, weil ich gemerkt habe, dass diese Pandemiezeit schon auch was auch mit mir gemacht hat, also im Sinne von, man hat länger keine Menschen live mehr in großen Konferenzen oder so gesehen, so wie das vorher üblich war. Und ich habe mich auch sehr stark auf so kleinere Gruppen sozusagen fokussiert. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass es noch heute noch überschaubar ist, damit wir dann auch so ins Gespräch kommen können nach dem Vortrag. Und genau, und habe mich aber gefreut, dass ich sozusagen in einem feministischen, aktivistischen, studentischen Rahmen auch mit euch für FeministInnen oder für ein feministisches Leben wichtige Themen in Austausch kommen kann und hier sozusagen so ein bisschen auch über meine ja, persönlichere Arbeit oder meinen persönlicheren Werdegang und auch so ein bisschen feministische Alltagspraxis sprechen kann. Und ich glaube, deswegen war ich auch so ein bisschen nervös, weil ich gemerkt habe, so eigentlich ist das, also ich habe mich sehr viele Jahre sehr theoretisch auch mit Sachen auseinandergesetzt, natürlich auch viel Empowerment-Arbeit gemacht, aber man kommt irgendwann an einen Punkt, wo man quasi selber auch eigene Methoden stärker ausarbeitet oder merkt, was einem persönlich eben wichtiger wird, um diesen feministischen Alltag zu meistern, sage ich jetzt mal, oder auch so eine Art Überleben auch zu bewerkstelligen. Und ja, deswegen freue ich mich sehr, dass ich das mit euch heute teilen darf, also so meine Skizzen und Gedanken zu Muslim Feminist Pleasure. Wer weiß, was noch daraus entsteht. genau, und ja, freue mich sehr, eben hier sein zu dürfen. Genau. Mich würde natürlich auch dann später im Nachgang, was könnt ihr vielleicht schon mal so im Kopf behalten, so ein bisschen auch interessieren, was ihr unter Pleasure versteht, was für euch sozusagen zu Deutsch, also ja, zu Deutsch hat das ja verschiedene Facetten, also Spaß, Vergnügen, Lust vor allem. Also ich benutze auch da eher den Lustbegriff. Und genau, was das so für euch auch in eurem Alltag und in eurem täglichen Struggle sozusagen bedeutet oder bedeuten könnte. Genau. Ja, ich wurde ja schon mal so ein bisschen kurz vorgestellt und ich werde auch eben auch noch stärker auf meinen eigenen Werdegang eingehen und wie ich sozusagen, also was mich zu diesem Thema überhaupt geführt hat, Muslim Feminist Pleasure, und welche Bedeutung Bewegung bzw. Körperpraxis sozusagen nicht nur im sozialen und politischen Sinne, aber auch im individuellen Sinne für mich bedeutet. Aber bevor wir diesen Teil anfangen, wir sind ja im Moment sehr, sehr auch stark daran gewöhnt, am Computer zu sitzen und sozusagen immer nur diese zweidimensionale Sicht zu haben und in dieser zu interagieren. Deswegen habe ich so eine kleine Übung mit euch vor, einfach damit wir selber auch mehr wieder in dieses Spüren und nicht nur mit dem Kopf hier zu sein, sondern auch mit dem Körper hier zu sein, reinkommen können. Genau. Und ja, also quasi nicht nur den Kopf und Intellekt anzuschalten, sondern eben auch zu spüren, was da sonst noch sich so bewegt oder mit uns bewegt. Es tut mir leid, dass ich immer hier so ein bisschen rüberschauen muss. Ich habe da, mein Text ist quasi da und meine Augen sind auch nicht so ganz gut. Deswegen vergebt mir, wenn ich euch manchmal ein bisschen grimm anschaue oder so. Es hat nichts mit euch zu tun, sondern mit meinen Augen. Genau. Und zwar habe ich da so eine kleine Übung von Adrienne Mary Brown, die mich eben zu diesem, also die zu dem Thema Pleasure Activism auch geschrieben hat. Ein Buch rausgegeben hat 2019 von ihr und ich von ihr sehr inspiriert bin, habe ich mir von ihr eine kleine Übung ausgeliehen. Und genau, wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Augen schließen. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr sie auch gerne auflassen. Und ja, ich würde dich einfach mal dazu einladen, sozusagen einfach die Schultern zu schütteln, die Beine auf den Boden zu stellen, so ein bisschen sich mit dem
Boden unter sich zu verbinden und so ein bisschen auch zu spüren, wo sind so die Knotenpunkte, wo es vielleicht was verspannt, sich so ein bisschen in diese Schwerkraft hineinfallen zu lassen und erstmal zu spüren, wo unser Atem ist. So ein bisschen die Schwerkraft zu spüren, in die Glieder sozusagen nach unten zieht, die das Zentrum des Körpers zentriert und ins Gleichgewicht bringt. Ja, und nochmal so ein bisschen zu spüren, wo Spannungen sind, wo vielleicht auch Teile sind, die man so manchmal im Alltag vernachlässigt. Ihr könnt auch gerne einer natürlichen Bewegung nachgehen, die euch davon so ein bisschen erlöst. Also egal, ob ihr euch dehnen wollt oder was ausschütteln möchtet. Genau, und dann würde ich euch dazu einladen, eure linke Hand unter den Bauchnabel zu bewegen. Also das ist ungefähr das Zentrum des Körpers. Also 2 Zentimeter unter dem Bauchnabel. Und da mal reinzuspüren, tief einzuatmen, auszuatmen. Ja, und euch einfach mal mit diesem Atem zu verbinden und mit dem Gefühl, das da im Körper ist, der euch immer jeden Tag überall hin mitträgt. So viele Belastungen aushält, so viel oder euch so stark auf diesen, sagen wir, in der täglichen Bewegung trägt, auf eurem Weg über den Planeten. Und genau, einfach einmal ganz tief einatmen durch den unteren Bauch und in die Lunge mit Sauerstoff füllen, bis hin zu den Schlüsselbeinen. Aufzurichten, die wieder tief auszuatmen. Mal so Stress loszulassen. Freitagabendstress. Und ja, wenn ihr die Augen noch, könnt ihr noch weiter geschlossen halten, wenn ihr möchtet. Edwin Mallory Brown spricht von 4 Dimensionen. Und die erste Dimension könnt ihr spüren, wenn ihr die Schwerkraft sozusagen in die Beine ziehen lässt. Die Beine sich ein bisschen verlängern können, runterfallen können, die einfach lang zu ziehen und dann wieder eure Mitte zu spüren und wie die Länge sich sozusagen vom Boden wegbewegt bis in den Kopf hinauf. Zu spüren, wie groß und lang ihr seid und wie die Schwerkraft uns auch dabei hilft, jeden Tag zu meistern. Und die zweite Dimension ist dann die Dimension von rechts nach links. Also wenn ihr die Schwerkraft einmal in den rechten Arm fallen lässt, einmal in den linken. Und diese Dimension der Breite ist sozusagen die, mit der wir in der Welt auftreten oder in der wir auch Raum einnehmen in der Welt oder in der Gesellschaft. Sagen, wie breit machen wir uns, wie breit erlauben wir uns zu machen. Und dann gibt es noch die dritte Dimension ist dann die Dimension des vorderen und des hinteren Bereichs des Körpers. Also der vordere ist der, mit dem wir sozusagen in der Welt auftreten, nach außen agieren. Und der hintere ist der, der uns mit unseren Vorfahren verbindet, der uns mit dem verbindet, wo wir herkommen, also wo wir hingehen wollen. Das einmal zu spüren. Das hilft auch, über den Computer hinweg zu gucken, mal auf die Wand zu gucken, zu spüren, was eigentlich
Raum um uns herum ist, also welche Dimensionen uns umgibt. Genau. Und wenn ihr noch die Hände auf dem Bauch habt und nochmal ins Zentrum spürt, dann versucht einmal euch vorzustellen, was ihr euch wünscht, was eure Begehren, was eure Lust ist. Das im Zentrum zu spüren und dann sozusagen durch den energetischen Körper so einmal in alle Dimensionen nach außen zu strahlen. Was ihr euch wünscht, für euch selbst persönlich oder für eine gerechtere Gesellschaft, für eine fürsorglichere Gesellschaft. Dass ihr das einmal sozusagen tief im Zentrum spürt und dann noch so nach außen, in alle Dimensionen nach außen strahlen könnt. Also was stelle ich mir als gerechte Gesellschaft, als Wohlergehen für alle vor? Und was wünsche ich mir? So, dann könnt ihr wieder langsam zurückkommen und aufwachen. Ich hoffe, es ist noch niemand eingeschlafen. Und die Augen öffnen. Und ja, vielleicht nochmal los schütteln. Ja, ich hoffe, dass ihr jetzt so ein bisschen relaxed und refreshed seid, damit ich euch jetzt mit ganz vielen Fremdwörtern erschlagen kann. Und ja, also wie gesagt, ich fange erstmal an, sozusagen über meinen eigenen Werdegang zu sprechen, dann so ein bisschen auf das Thema der Situiertheit der muslimischen Frauen und des muslimischen Frauenkörpers in unserer Gesellschaft einzugehen. Und dann würde ich über das Prinzip von Erotik als Macht, also das auf Audre Lorde zurückgeht, die schwarze Feministin Audre Lorde zurückgeht. Und dann über eben Pleasure-Aktivismus und Wellness, Self-Care und Tanz und Bewegung in dem Kontext eingehen. Genau. Also zu mir selbst. Ich bin ja quasi also muslimisch, konservativ, orthodox, könnte man sagen, auch groß geworden in Deutschland, in Bayern, in München. Und bin dann mit 19 zum Studium nach England gegangen, war dann 4 Jahre quasi in England mit einem Auslandsjahr in Ägypten, in Alexandria, und bin dann danach dem Studium 2 Jahre in Indien gewesen, in der Nähe von meiner Familie. Genau, und habe dort in entwicklungspolitischen Kontexten gearbeitet, viel zu Frauenempowerment im ländlichen Raum gearbeitet und bin dann nach Deutschland zurückgekommen, so mit Mitte 20, und bin dann auch sofort nach Berlin gekommen sozusagen und habe sehr schnell gemerkt, dass irgendwie sowas, ja, dass es mir irgendwie, also es hat mich irgendwie so ein bisschen so mit dem Kopf gegen die Wand erwischt, und ich habe gemerkt, dass ich habe gespürt, dass sehr viel Ungerechtigkeit im Raum ist, aber ich wusste noch nicht so genau, wie ich das ausdrücken kann und welche Sprache mir dabei helfen könnte, zu verstehen, warum ich mich als Person of Color, als Frau of Color so unwohl fühle, oder auch gerade in universitären und akademischen Räumen, in Institutionen, beim Jobcenter etc. immer wieder abgewertet fühle. Genau, was das mit Weißsein zu tun hat, was das mit Sexismus zu tun hat, was das mit Islamophobie und antimuslimischem Rassismus zu tun hat. Und so allmählich über die Jahre und durch verschiedenste Struggles hindurch, verschiedenste Kämpfe hindurch, habe ich dann sozusagen selbst zum intersektionalen, antirassistischen Feminismus gefunden, auch zum Queer-Feminismus durch meine eigene Sexualität und sexuelle Orientierung, und auch als sozusagen, ja, was von einem Kampf zwischen darf ich überhaupt queer und muslimisch gleichzeitig sein, begleitet war. Und ich habe mich dann lange, lange, lange durch das Studium durchgekämpft, also Masterprogramm Anthropologie studiert, vorher eben Politikwissenschaften gemacht und genau, und habe dann auch einfach ein paar Jahre in intersektionalen Migrantinnen-Selbstorganisationen gearbeitet, einmal für LSBTIQ-Geflüchtete und Migrantinnen und BIPOC, und einmal für die
nationale Migrantinnen-Selbstorganisationen, also für den Dachverband von Migrantinnen-Selbstorganisationen, habe dadurch sozusagen auch so ein bisschen zivilgesellschaftliche Erfahrungen sammeln können, wie das, also wie von Verbänden und Organisationen aus gegen strukturellen Rassismus, Sexismus und so weiter vorgegangen werden kann. Und bin schlussendlich dann wieder im wissenschaftlichen Bereich gelandet. Also bin jetzt aktiv im Moment wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Migrationsforschung hier in Berlin und setze mich eben auch ganz viel auseinander mit Rassismuskritik an der Hochschule und im wissenschaftlichen Raum. Und habe dabei dann aber gemerkt, dass mir sozusagen so diese Verbindung zur Community, zu Menschen, zu meiner kirchenistischen, muslimischen Community auch so ein Stück weit fehlt und mir dieses sozusagen immer nur im Theoretischen zu verweilen, hat eine große Lücke hinterlassen. Und dadurch bin ich dann wieder zu Körperpraxis und zum Körper zurückgekommen und habe eben diese Ausbildung als transformative Tanz-Facilitator gemacht die letzten 2,5 Jahre und das hat mir, glaube ich, persönlich auch nochmal so auf einer ganz persönlichen Ebene nochmal so ein ganz krasses Empowerment als muslimische Frau für meinen Frauenkörper. Also ich habe auch, als ich Jugendliche war, so ungefähr 10 Jahre Hijab getragen, habe es dann nicht mehr, also trage es jetzt seit 15 Jahren nicht mehr, aber diese Erfahrung der Diskriminierung damals und die ganzen Diskurse, die jetzt immer noch die gleichen sind. Also, so viel hat sich da leider nicht verändert. Es wird eher ein bisschen schlimmer. Die haben sich natürlich auch in meinen Körper eingeschrieben und haben auch meinen Erfahrungskörper sozusagen geprägt. Und genau. Wir sind den Faden verloren. So, genau. Und das hat mir genau auf einer ganz persönlichen Ebene nochmal so eine Form von Empowerment gegeben, die ich eigentlich nicht für möglich gehalten hätte, beziehungsweise ich auch gemerkt habe, dass ich obwohl ich mich sehr viel für kollektives Empowerment und Liberation, Befreiung einsetze, ich auch ein Recht darauf habe, meinem eigenen Körper und meiner eigenen ja, meinem eigenen Raum mehr Raum zu geben, sozusagen so, ne? Also, dass ich sozusagen nicht immer nur für andere, wenn man sozusagen in diesem kontinuierlichen Aktivismus für andere und für gegen strukturelle Diskriminierung und auf einer theoretischen Ebene und eben auf einer organisatorischen Ebene, wenn man in dieser endlosen, das ist auch wie eine Art Hamsterrad manchmal, weil wir ja auch in einem neoliberalen Kontext leben, in dem immer mehr und gemacht werden muss, geleistet werden muss, auch im Aktivismus. Dass wir da schnell zu einem Burnout kommen. Und genau, und ich habe sozusagen für mich zumindest so eine Methode gefunden, um mich davor so ein bisschen zu bewahren, beziehungsweise auch zu gucken, wie können wir Pleasure, also Lust und Wohlergehen und Wohlbefinden auch kultivieren, gerade im Angesicht von einer, wie Audre Lorde sagen würde, antierotischen Gesellschaft, in der sozusagen durch Rassismus, durch Sexismus, alles, was uns lebendig macht und alles, was uns Lust auf das Leben macht, sozusagen abgeschnitten wird. Ja, genau. Und meine eigene Sicht auf sozusagen feministisches Leben, Handeln, feministische Praxis ist eben sehr stark geprägt und ich bin da auch sehr, ich stehe da in großer Schuld schwarzen feministischen Wissen gegenüber. Also, und auch dem Wissen von Frauen of Color, von migrantisch-feministischen, antirassistischen Frauen und Aktivistinnen, die ich sowohl in der Theorie begegnet bin, als auch in der Praxis. Und eben dazu gehören eben auch Frauen, die mich mit großgezogen haben, wie zum Beispiel meine Mutter, meine migrantische Mutter oder meine Tante, Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, und queere Menschen. Und Menschen, denen ich im Laufe meiner Arbeit begegnet bin. Ich muss immer wieder an diesen Einspruch von einer kurdischen Feministin aus Berlin denken, Gülşen Aktaş heißt sie. Die hat auch einer der ersten Artikel geschrieben über die Diskriminierung von migrantischen SozialarbeiterInnen in der Frauenselbsthilfe in Berlin. Und sie hat so einen ganz ja, prägenden Satz gesagt, weil ich oft das Gefühl hatte, man macht irgendwie so viel, man macht auch viel in Isolation oder alleine und ist eben nicht so stark öffentlich repräsentiert, also als muslimische Frau oder als muslimische Frauenvereine oder Kollektive,
Gerade weil die Bedrohungslage einfach da ist und weil man von allen Ecken und Enden auch angefeindet werden kann, sogar aus dem feministischen Camp, wie wir leider wissen. Genau, aber sie hat mir sozusagen ganz empowernd einmal auf einem Panel auch gesagt, oder auch in einem persönlichen Gespräch gesagt, dass wir uns sozusagen nicht entmutigen lassen sollen, denn jede einzelne von uns hinterlässt Spuren und Schritte, in die wieder andere Frauen, die nach uns und andere queere Menschen, die nach uns kommen, rein, ja, also man hinterlässt Spuren und Schritte, die anderen für andere sozusagen eine Hilfe auf dem Weg sind und in die in andere hinein stopfen können, sozusagen. Genau. Ja, wenn ich jetzt von Bedrohungslagen spreche, dann meine ich damit vor allem eben die Bedrohungslagen gegenüber muslimischen Frauenkörpern und muslimischen Frauen, also People of Color, schwarzen Menschen allgemein gegenüber, aber fokussiert nochmal stärker auf die Bedrohung muslimischen Frauen gegenüber, um das sozusagen auch mal ja, an so ein paar Beispielen zu illustrieren. Also muslimische Frauen bewegen sich quasi immer zwischen Rechtsterrorismus auf der einen Seite, wie zum Beispiel, also egal ob in Europa, Andres Breivik, oder eben wie die rechtsextremistischen Attentate vom NSU und von Halle gezeigt haben oder von Hanau gezeigt haben auf der einen Seite. Und Rechtspopulismus auf der anderen Seite, der diesen Rechtsextremismus anfeuert, also bestimmte Parteien auf dem rechtsextremen Spektrum, genau, die es geschafft haben, in die Parlamente zu kommen. Ich habe heute gerade erst wie heißt das, so eine Petition unterschrieben, die zum Beispiel fordert, dass die Ampelkoalition der Stiftung der AfD die Gelder verweigert. Also das sind so Dinge, die auch quasi währenddessen im Hintergrund passieren, die uns muslimische Frauen und muslimische Queers einfach auch total betreffen, aber die sozusagen nie so in diesem Zusammenhang gesehen werden. Genau, und muslimische Frauen bewegen sich quasi nicht nur zwischen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in den Parlamenten, sondern eben auch zwischen all dem und zwischen Säkularismus oder was ich säkularistisch Fundamentalismus nennen würde, in eben liberalen Kreisen oder eben auch weißen feministischen Kreisen. Und es gibt leider auch, leider funktioniert sozusagen dieses koloniale Teile und Herrsche, Divide and Rule, in dem eben auch viele migrantisch-feministische AkteurInnen sich teilweise rechtspopulistischen Diskursen anschließen. Und ich glaube, da müssen wir auf allen Seiten einen besseren Job leisten, um da mehr zusammenzukommen und uns eben nicht instrumentalisieren zu lassen in diesen Debatten, ohne von antifaschistischen Positionen abrücken zu müssen. Ja, also um Beispiele zu nennen, es gab es zum Beispiel den Fall von Ferishta Ludin, einer deutsch-afghanischen Lehrerin, die bundesweit als erste Frau 2003 das Land Baden-Württemberg verklagt hatte, aufgrund des Kopftuchverbots für das Kopftuch im Dienst, im Lehramtsdienst. Dann gab es den Fall von einem tragischen rassistischen Mord an der jungen Ägypterin Marwa al-Shabini, die schwanger und bei helllichten Tage in einem Gerichtssaal in Dresden niedergestochen wurde. Wir wissen leider auch, dass anstatt des weißen Täters wurde ihr Mann als erster von der Polizei sprichwörtlich ins Visier genommen. Das spricht natürlich auch zu der Verknüpfung, ne, zwischen auch antirassistischen Solidaritäten zwischen männlichen Frauen, männlichen MuslimInnen und weiblichen MuslimInnen. Und ja, also wie wir wissen, sind rassifizierte Frauen, muslimische Frauen beziehungsweise muslimisch markierte Frauenkörper seit Anfang der europäischen Kolonisierung weiter Teile des globalen Südens eben Objekte kolonialer und patriarchaler Herrschaft, weißer Herrschaft. Diese Herrschaft spiegelt sich auch heute noch in rechtspopulistischen, rassistischen Debatten um die Positionen und Zugänge muslimischer Frauen in westlichen Gesellschaften wider und drücken sich in ihrer tödlichsten nekropolitischen Form, nämlich der rechtsextremistische Terrorakte aus. Die Disziplinierung und systematisch legitimierende ausgrenzende Politiken gegenüber muslimischen Frauen bis hin zur Vernichtung weiblichen muslimischen Lebens nötigt uns die Frage auf, warum bedrohen feminisierte, rassifizierte, migrantisierte,
religiöse Körper die europäische Norm? Warum stellen sie eine Projektionsfläche dar für europäische patriarchale Eroberungs- und auch säkulare und fundamentalistische Unterwerfungsfantasien? Also wer schreibt wem sozusagen vor, wer sich wann und wie ausziehen, anziehen etc. soll? So, ne? Also der muslimischen Frau gegenüber. Oder wer sich wann wie sexuell verhalten soll und wie das nachgewiesen werden soll, wie das oft in Fällen von lesbischen und schwulen Geflüchteten der Fall ist, wo der Staat sozusagen mit seiner Vorstellung von Sexualität daherkommt und dies bewiesen haben will, sozusagen von den Geflüchteten. Die muslimische Feministin Dodo Kütücükl zufolge, der Feministin Dodo Kütücükl zufolge, sind muslimische Frauen nicht nur einem männlichen, sondern auch einem kolonialen Blick ausgeliefert. Was sie damit meint, sagt sie folgendermaßen in ihrem 2018 erschienenen Buch: Ich werde noch einmal klarstellen, was ich meine, wenn ich gegen ein Kopftuchverbot, aber auch gegen ein Kopftuchgebot bin. Ich meine damit, dass es mich als Frau nicht interessiert, was Männer über meine Kleidung denken. Ich will nicht, dass Männer mir oder anderen Frauen Vorschriften über ihre körperlichen Grenzen machen. Ich möchte mich weder aus der Perspektive eines Colonial Gaze, also eines kolonialen Blicks, noch aus der Perspektive eines männlichen Blicks sehen und erklären müssen. Ich bin dagegen, dass postkoloniale oder patriarchale Verhältnisse als das Maß aller Dinge gelten. Ich meine damit, dass die Fixierung auf die Kleidung von Frauen ein Merkmal sexistischer und patriarchaler Gesellschaften ist. Sie geht weiter auf die Rolle von westlichen Akteuren und Institutionen ein und sagt, dass es darum gehe, sich selbst als besonders fortschrittlich zu deklarieren und Musliminnen als grundsätzlich anders, rückschrittlich oder gefährlich zu brandmarken. Genau. Auch die Rassismusberichte, zur UN-Antirassismuskonvention und auch Berichte von europäischen Antirassismusorganisationen attestieren wiederholt, dass muslimische Frauen zu den am meisten diskriminierten Gruppen in Europa gehören, sowohl was Alltagsrassismus angeht, als auch struktureller, institutioneller Rassismus am Arbeitsplatz, auf dem Arbeitsmarkt, also im Zugang zum Arbeitsmarkt, in schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, in den Medien und so weiter und so fort. Diese antimuslimischen Einstellungen sind in Deutschland leider sehr stark verbreitet und haben sich auch in Teilen der Bevölkerung verfestigt. Negative Einstellungen zu Musliminnen sind in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern besonders weit verbreitet. Eine repräsentative Studie belegt, dass bis zu 60% der Deutschen ablehnend zu muslimischen Glaubenspraktiken eingestellt sind. Mit den negativen Einstellungen sind auch konkrete politische Forderungen verbunden. Zum Beispiel 42% der Westdeutschen und 55% der Ostdeutschen wollen die Ausübung des islamischen Glaubens stark eingeschränkt sehen. Sie sind also diese antimuslimischer Rassismus und Islamophobie sind quasi keine Randerscheinung, sind eben Teil der Mitte. Die Beschneidungsdebatte 2012 hat das beispielsweise gezeigt, wo dann sozusagen nur durch die Allianz zwischen jüdischen und muslimischen Akteuren die Kriminalisierung nochmal verhindert werden konnte. Und es zeigt sich eben in Bezug auf muslimische Frauen, dass Musliminnen als gesondert betrachtete Gruppe in Deutschland Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt sind. Trotz der historisch besonderen Verantwortung Deutschlands, präventiv gegen den menschenverachtenden, kulturalisierten und religionsbezogenen Rassismus vorzugehen, wurde der antimuslimisch-rassistische Diskriminierung und Hasskriminalität bisher nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt. Auch im Kontext der rassistischen Morde des nationalsozialistischen Untergrunds wurde bisher nicht berücksichtigt, dass die Mehrzahl der Opfer Muslime waren oder muslimisch markiert waren, was der zu beobachtenden muslimfeindlichen Ausrichtung rechtsextremer Gruppen entspricht. Genau, darüber hinaus wurden eben auch zahlreiche behördliche Versäumnisse, mit denen wir immer noch zu kämpfen haben, festgestellt. Und die rassistische Mordserie des NSU und die Rolle des Staates während der Ermittlungen im Falle des rassistischen Terrornetzwerks. Genau, die Forderung des NSU-Ausschusses, rassistische Motivation bei gegen muslimischen Einrichtungen gerichtete Straftaten, wie zum Beispiel zuletzt dem Brand der Mevlana-Moschee 2012,
in Berlin polizeilich immer in Betracht zu ziehen, wurde eben auch wiederholt vernachlässigt. Also ich meine, das ist ja jetzt quasi auch eine sehr alte Debatte, dass die NSU-Akten immer noch verschlossen sind etc. und dass sozusagen die Aufklärung solcher Straftaten und überhaupt gar nicht erst ermöglicht wird. Auch eben die zuletzt hitzig geführte Debatte, man könnte schon fast sagen Medienskandal um die besonders außergewöhnliche Nemial Hassan, also eine muslimische Frau, die gleichzeitig Ärztin und Journalistin ist, die Quarks-Moderation hätte übernehmen sollen bei dem Sender WDR, zeigt, dass auch muslimische Frauen bisher immer noch nicht im Mainstream und der sogenannten Mitte der Gesellschaft angekommen sind, egal wie viel Leistung sie bringen. So. Und das sehe ich zum Beispiel als fatales Signal für eine von Überalterung betroffene, selbsternannte Einwanderungsgesellschaft. Das ist ein fatales Signal sowohl an junge Frauen in unserer Gesellschaft als auch Menschen, die immer noch hierher flüchten und migrieren wollen. Und ja, es ist leider kein Wunder, dass die AfD den Rauswurf von Nemia Hassan vom WDR und eben auch die rassistische Berichterstattung über sie als ein Sieg gegen muslimische Präsenz in den Medien gefeiert hat. Vor diesem eher düster jetzt gezeichneten Kontext möchte ich nochmal darauf eingehen, was denn in diesem Kontext dann quasi eigentlich mit Safer Spaces gemeint ist. So, ne? Also in feministischen und antirassistischen Debatten sprechen wir oft über Safer Spaces. Was bedeutet dies eigentlich für die Sicherheit von muslimischen Frauen? Was bedeutet das für ihre Stabilität? Was bedeutet das für ihre körperliche und seelische Unversehrtheit eigentlich, wenn wir ständig als schmarotzende Kopftuchmädchen, Gewürm und ähnliches bezeichnet und behandelt werden? Wie kann so eine Art Sicherheit und Stabilität überhaupt angegangen, erreicht und hergestellt werden? Und genau, in dem Kontext möchte ich auf das Konzept von Adrienne Mary Brown eingehen, indem sie fragt, dürfen wir uns als von Rassismus betroffene Frauen überhaupt Pleasure oder Lust erlauben, Begehren erlauben? Gerade in einer antierotischen, lebensfeindlichen Gesellschaft oder in einer Gesellschaft, in der antierotische, lebensfeindliche Diskurse so stark und so viel Raum einnehmen. Was ich interessant fand in ihren Ausführungen ist, dass sie davon spricht, dass sozusagen das Lustempfinden und das Vergnügen oder der Spaß, den jede einzelne schwarze Frau jetzt im US-amerikanischen Kontext empfindet, sozusagen ein Schlag gegen das Patriarchat ist. Und ich würde das in einer ähnlichen Weise auf muslimische Frauen oder rassifizierte Frauen of Color, schwarze Frauen in Deutschland und in Europa übertragen. Das ist sozusagen eine Welt, in der Pleasure oder Lust, Vergnügen auf die Bedürfnisse von weißen Männern, manchmal auch nicht weißen Männern, aber vor allem von weißen, ableisierten Männerkörpern gerichtet ist. Das ist sozusagen ja, in einer Welt, in der unsere Körper, rassifizierte, sexualisierte Körper immer verfügbar sein sollen und in dem unsere Gefühle immer verfügbar sein sollen. Dass sozusagen die Zentrierung unserer Lust und unseres Vergnügens, unseres Lustempfindens, unseres Begehrens ein Schlag gegen ja, das weiße Patriarchat und auch genau, gegen das weiße Patriarchat ist, inklusive sozusagen seiner weißen feministischen Verbündeten, die uns immer wieder sagen sollen, wie wir uns anziehen, ausziehen etc. sollen. Genau, ich würde jetzt, oh, ich bin schon sehr weit drüber gegangen. Ich würde jetzt einfach nochmal einen Teil von Audre Lordes Erotik als Macht, Text Erotik als Macht einspielen wollen, den sie in der Rede quasi vorgetragen hat. Ja, die Arbeit von Adrienne Mary Brown zu Pleasure Activism basiert sehr stark auf der Arbeit von der lesbischen schwarzen Aktivistin Audre Lorde. Genau, dann habt ihr, das wird euch so ein bisschen eine Idee geben, was mit Erotik und Pleasure genauer gemeint ist. Und ja, wir hören einfach mal kurz rein. Ich werde das auch kurz dann zusammenfassen. Ich hoffe, ihr könnt. Then, I speak of it as an assertion, the or oblivion.
Seitdem hört, könnt ihr, ja, warte mal, Moment, ich mache das mal kurz an. Aspects of our lives and of our work. The very word erotic comes from the Greek word eros, the personification of love in all its aspects, born of chaos and personifying creative power and harmony. When I speak of the erotic, then, I speak of it as an assertion of the life force of all women, of that creative energy empowered, the knowledge and use of which we are now reclaiming in our language, our history, our dancing, our loving, our work, our lives. There have been frequent attempts to equate pornography and eroticism, the two diametrically opposed uses of the sexual. And because of these attempts, it has become fashionable to separate the spiritual, the psychic, and emotional away from the political, to see them as contradictory or antithetical. For instance, what do you mean, a poetic revolutionary, a meditating gun runner? Well, they exist. They exist in this room. In the same way, we have attempted to separate the spiritual and the erotic, reducing the spiritual thereby to a world of a flattened affect, of vague mystery, a world of the ascetic who aspires to feeling nothing. But nothing is farther from the truth. The severe abstinence of the ascetic becomes the ruling obsession, and it is one not of self-discipline, but of self-abnegation. So the dichotomy between the spiritual and the political is false, resulting from an incomplete attention to our erotic knowledge. The bridge which connects the spiritual and the political is formed by the erotic, the sensual, those physical, emotional, psychic expressions of what is deepest and strongest and richest within each one of us being shared. The passions of love in its deepest meanings. The considerate phrase, it feels right to me, acknowledges the strength of the erotic into a true knowledge. For what that phrase means and feels is the first and most powerful guiding light toward any understanding. And I ask that you remember always, understanding is a handmaiden. A handmaiden which can only wait upon or clarify that knowledge deeply born. And the erotic is the nurturer or nursemaid of our deepest knowledge. The erotic functions for me in several ways. The first is in the power which comes from sharing deeply any pursuit with another person. The sharing of joy, whether physical, emotional, psychic, or intellectual, forms a bridge between the sharers, which can be the basis for understanding much of what is not shared between us, and it lessens the threat of difference, that difference which is always seems so insurmountable, as for instance we have just seen. Another important way in which the erotic connection functions for me is the open and fearless underlining of my capacity for joy. In the way that my body stretches to music, opens into response, hearkening to its deepest rhythms, so every level upon which I sense also opens to the erotically satisfying experience, whether it is dancing, building a bookcase, writing a poem, making love, examining an idea. That self-connection shared is a measure of the joy which I know myself capable of feeling, a reminder of my capacity for that feeling. And that deep and irreplaceable knowledge of my capacity for joy comes to demand from all my life that it be lived within the knowledge that such satisfaction is possible. And does not have to be called marriage, nor God, nor man, nor an afterlife. This is one reason why the erotic is so feared in the society that we live in,
and so often relegated to the bedroom alone, where it is recognized or when it is recognized at all. For once we begin to feel deeply all the aspects of our lives, we begin to demand from ourselves and from all our lives' pursuits that they feel in accordance with that joy which we know ourselves to be capable of. Das war jetzt ein längerer Teil, der so ein bisschen so, ja, auch sehr meditativ mit ihrer quasi powervollen Stimme gesprochen ist. Es gibt da verschiedenste Aspekte, die mich sozusagen auch in meiner eigenen Arbeit inspirieren. Ein Aspekt davon ist, sich selber die Erlaubnis zu geben, überhaupt Erotik als Zentrum der eigenen Arbeit, also gerade in einem muslimisch-feministischen Kontext, das zuzulassen und zu erlauben, das ins Zentrum zu stellen, sich selber die Erlaubnis zu geben, überhaupt sich seinem eigenen Pleasure zuzuwenden sich Zeit und Raum nehmen, zu nehmen für also Rest und Erholung in einer kapitalistischen Gesellschaft. Was ich bei ihrer Definition des Erotischen so interessant finde, ist, dass es eben nicht nur um körperlich Sex oder eben so quasi, was sie als Pornografie bezeichnet, sozusagen das konsumorientierte oder nur auf die körperlichen Gefühle zurückgehende Erotik meint, sondern Erotik in einem allumfassenden Sinne, im Sinne einer Lebendigkeit und einer Lebendigkeit im Moment und in Begegnungen und in einem Teilen von intimen Gefühlen, also ob das jetzt in der feministischen Community ist, in Freundschaften, in Bewegung, in der Verbindung zur Natur, in der Verbindung zur Gesellschaft, im Struggle, im Organisieren, im Kampf, im Studieren, im Lernen, in einer Erotik und einer Lust im Denken auch. Es stretcht sozusagen diese Bedeutung vom Erotischen. Um eben sowas wie Intimität und so eine Art Verwandtschaft miteinander in Bewegungen auch herzustellen. Und was ich mich dabei gefragt habe, ist, wie wir sozusagen, also ich meine, eine Voraussetzung, um Lust zu empfinden, ist es ja, Vertrauen überhaupt erstmal aufzubauen. Und wie können wir als muslimische Frauen, muslimische Feministinnen, als queere Musliminnen überhaupt Vertrauen und Intimität in einer Gesellschaft entwickeln, die sozusagen immer wieder dieses Vertrauen missbraucht, die uns sagt, dass wir nicht ausgeschlossen werden, dass wir uns ja gefälligst befreien sollen. Das uns auch abschneidet von diesen Verwandtschaft mit dem globalen Süden, mit Menschen, die an der Grenze strugglen, sich in diese Sicherheit zu flüchten oder vermeintliche Sicherheit zu flüchten. Das sind eben so Fragen, die ihre Arbeit zum Erotischen bei mir triggern. Und was ich noch sehr interessant fand, den Teil haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht gehört gehabt, sie spricht auch darüber, wie das Spirituelle sozusagen eine Brücke ist zwischen dem Politischen zwischen dem Politischen und dem Erotischen. Und da kommt sozusagen auch nochmal der Platz überhaupt für Spiritualität, der oft in feministischen Kontexten irgendwie dem keinen Raum gegeben wird, dem in Deutschland sozusagen im öffentlichen Raum und auch in aktivistischen Kontexten wenig Raum gegeben wird, wie sie das nochmal miteinander verbindet, also das Erotische, das Politische und das Spirituelle. Welche Bedeutung es hat, Freude miteinander zu teilen, egal ob mit einer anderen Person oder mit einer Community. Und wie das sozusagen uns von innen heraus empowern kann und dadurch auch das sagt auch Adrienne Marion Brown, dass sozusagen unser Aktivismus sich nicht immer nur nach außen richtet, sondern auch ein bisschen sich das anguckt, wo haben sich denn heterosexistische, patriarchale
Strukturen auch in uns festgesetzt und wie können wir uns empowern, diesen entgegenzutreten. Genau, also was für mich zu Pleasure auch gehört, ist eben Rest, Erholung, gerade im kapitalistischen Kontext, wo Ausbeutung eine große Rolle spielt, ist immer, dass sich immer wieder zwischendrin ausruhen sozusagen. Also schwarze Theoretikerinnen beschreiben das auch als Napping. Sexuelle, erotische, physische, spirituelle Vergnügen oder Pleasure, auch Selbstpleasure, Masturbation etc. Genau, Community, Sharing und auch das Zelebrieren von Dingen, die wir in unseren Bewegungen schaffen oder auch Räume, die wir in unseren Bewegungen schaffen. Genau, noch zuletzt vielleicht zu meiner Arbeit als Transformative Dance Facilitator. Die Methode bezieht sich eben auf eine Methode, die nennt sich Transformative Dance, in der eben durch intuitive Bewegung, Körperarbeit und Tanz körperliche und mentale Blockaden aufgelöst werden, die uns sozusagen zu etwas, was Menschen schon immer gemacht haben, nämlich zusammengekommen, sich gegenseitig gewitnessed haben, also gegenseitig Zeugen sind für die Emotionen der anderen Person, die im Tanz ausgedrückt werden und sich selber eben auch in der eigenen Vulnerabilität bezeugen zu lassen oder zeigen zu lassen und dass das sozusagen so eine Art Release auch von Trauma und Heilung bedeuten kann. Also zwei Grundsätze, die ich in diesen Tanzräumen verfolge, ist kein Körper ohne kein Intellekt oder kein Kopf ohne Körper, kein Körper ohne Kopf und eben Movement is everybody's right, also so, dass wir das sozusagen auch als transnational, humanistisch, universalistisch, aber eben auch sozialistisch vielleicht angehauchtes und muslimisches Prinzip denken können. Genau, noch zu Kritik zu Wellness-Ansätzen oder zu Spiritualität. Die Wellness-Coach und auch Feministin Chetna Mehta beschreibt Self-Care als etwas, was uncomfy, aber transformativ sein kann. Also unbequem in dem Sinne, dass wir uns sozusagen mit der Unterdrückung und mit dem Leid anderer auch auseinandersetzen, Vulnerabilität zeigen, aber genau, dies eben in einer Gemeinschaft tun, in der es dazu führt, dass wir eben auch Echokammern des Widerstands und der Transformation in unserer feministischen Praxis immer wieder leben können und diese sozusagen dann eben auch Spuren hinterlassen und für andere wieder anschlussfähig werden und so die Bewegung größer werden lassen können. Ja, ich habe euch jetzt ganz schön lange hier gefesselt. Ich bin gespannt auf eure Fragen und auch eure eigenen, darauf zu hören, was für euch Pleasure bedeutet, was ihr vielleicht in dem Kontext und auch in eurer eigenen Arbeit auch davon mitnehmen könnt oder auch welche Eindrücke ihr damit verbindet. Und genau, bevor... Um sozusagen von dem ganzen Theoretischen jetzt nochmal wegzukommen, würde ich gerne eine Tanzübung mit euch machen, zum Abschluss sozusagen, um das ausklingen zu lassen und wenn das in Ordnung ist, dann und auch um die ganzen Sachen sacken zu lassen, würde ich einfach nochmal ein besonderes Lied mit euch teilen und es wäre super, wenn ihr dafür auch aufstehen könntet und eure Kameras anmachen könntet. Für diejenigen, die damit okay.